So, Stream läuft, los geht's. Spielen wir jetzt mit Armin. Einmal zur Pixis, der Kommandanten. Den Arsch zu retten. Kraft als Titan, den riesigen Felsen bewegen könnte und das kaputte Tor zu schließen. So, bin zu allem bereit, sofern es uns hilft. Gut, dann setzen wir unser Plan in die Tat um. Ja, wenn nun Kommandant Pixis. Er ist dem Trinken zugetan und nimmt seinen Flachmann. Nicht sogar den bekannten Flachmann. Sehr nice. これより、トロスト区奪還作戦について説明する。 まず、エレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。 彼は、我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。 巨人と化した彼は、全門付近にある例の大岩を持ち上げ、 Welche voll protestieren. わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。 So, Kapitel 1, sechste Episode, Idol. So, ich will sie erstmal hier rekrutieren. Armin ist ja so gesehen der Taktiker, der kann die Leute so gesehen ansagen, Befehle geben. Er hat ja so eine gewisse Führungskraft. Dann gleich hier Befehle geben. Ja, los Leute, greift da und da an. So, Armin. Armin ist eine starke Führungskraft und kämpft besonders gut an der Seite von Teammitgliedern. Armins Taktikgespür wandelt die Anweisung Konzentrieren in die Anweisung Befehl um. Mit Befehl kannst du Teammitgliedern Angriffsbefehle erteilen, indem du Kreis drückst.
Sehr schön. Ah, guck mal, beide sogar. Nice. Befehle geben. Ah, hier, Marco. Sieht voll cool aus. Ja, wenn du Befehl gibst, dann greift die einfach das Viech an. Sehr gut. Marco beschützt vor allem Noma. Gibt alles, Leute. Ah, da ist ja so einer. Sehr schön. Marco hat Hilfe erhalten. So, bezwinge die Gruppe von großer Abnormer. Den hier. So, da ist er weg. Hier nochmal einen Nackenschlag geben. Ah, lass mich los. Du wirst mich nicht fressen. Weil die hat Finger abgeschnitten. Finger wegschlipp. Ah, da ist ja hier. Gern. Kann den Titan hier bezwingen. Zwei Stück kleine. Jawohl, Doppelschnitt. Oh, guck mal, hier sind auch ordentlich Titans. So, haben wir noch ein paar. Ja, ganz schön viele Arten nochmal. So, Blitzgranaten und Schallgranaten. Verwende Blitzgranaten, um Titanen zu verwirren. Vorübergehend sehen sie dann nicht mehr, wo sich der Spieler aufhalten. Titanen, die Menschen durch Geräusche orten, beeindruckt dies allerdings wenig. Also sprich, die nicht mehr gucken können. Beispiel wie die hier. Schallgranaten sind effektiv gegen Titanen, die Menschen durch Geräusche orten. Sie schädigen zeitweilig ihr Gehör, sodass sie nicht mehr ausmachen können, wo sich der Spieler aufhält.
Allerdings sind sie bei Titanen, die Menschen durch Blickkontakt entdecken, wirkungslos. Im Kampfmodus findest du im oberen Bereich des Bildschirms Informationen, die anzeigen, welche Gegenstände am wirksamsten. Oh, cool. Blitzgranaten. Ballgranaten. Auch nette Spielerei. Man das hier einfach so. Halt! Lass mich los. Ah, warte mal, da müssen wir Blitzgranaten. Ei. So, Fallen. Schließe Nebenmissionen ab, um Fallen verwenden zu können. Wenn du einen Titan in einer Falle lockst, kannst du seine Beine zerschmettern und ihn bewegungsunfähig machen. Oh, nice. So. Nimm das. Oh, also. Mal hinrichten. Sehr gut. Ah, Rauchsignal. Im Felsen. Machen wir das schnell mal auf. Finale Unterwerfung, los geht's. Kommen die auch schon? Los, Leute, zerschmettert die Titanen. Ist auch noch einer. Ah, sehr schön. Okay, Ehren, jetzt bist du an der Reihe. Zeig, was du drauf hast. Mosuke,
人間の比率で考えれば、あの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、私がわからないの。 Ja, das war Idol, ne? Kettensausen. Kettensausen ermöglicht die Anwendung eines Boosters zweimal in Folge. Wieder Mikasa. Ja, wir sind bereit. So, ja, wir nun Ian Dietrich. Ein Soldat der Mauergarnison und der Anführer der dortigen Eliteeinheit. Er verfügt nicht nur über beeindruckende Kampffähigkeiten, sondern auch über ein besonderes Urteilsvermögen, weshalb Kommandant Pixels großes Vertrauen in ihn setzt. Sachsen失敗だ。分かってたよ。秘密兵器なんか存在しないって。 Oh, Armin geht schon los. Ehren wurde besiegt, indem er sich selber eine geboxt hat. Er ist erstmal unmächtiger als Titan. Sondern wir ihn erstmal beschützen. So, Kapitel 1, 7. Episode, Urverlangen. Vollständige Unterwerfung. Guck mal, da hinten sind ja noch solche Blitzgranaten. Ich
Weil hier sind mehrere große Abnormale gekommen, die müssen wir ausschalten schnell. Die sind sehr unberechenbar. Man weiß ja nie, wie sie sich verhalten, ne? Nacken. Ah, guck mal, da läuft ja wieder einer. Sehr schön. Gut, dass Mikasa auf jeden Fall Kombos drauf hat. Wir müssen unser Gas erstmal nachladen und gleich unsere neue Klingen besorgen. Zack. Sehr nice. So. Weil die Waffen sind ja auch schärfer als eine Rasierklinge. Müssen die auch natürlich gegen Titanhaut. Das muss ja richtig alles durchgeschnitten werden. Mit normalen Waffen geht das einfach nicht. Da müssen schon ziemlich heftige Rasierklingen sein. So, hier müssen wir zum Beispiel die Leute retten. Man sollte niemals einen Titan vorne angreifen. Weil sonst greifen die dich zum Beispiel oder so. Oder können auch an dich so beißen und dir Schaden zufügen. Man hält auch nicht wirklich viel aus. Also man muss echt aufpassen so. Und Titan kann dich schnell erledigen, wenn er dich zu sehr leicht fangen lässt oder verletzen. Ja, die Menschen sind ja nicht unsterblich, ne? Wenn die richtig viele Wunden haben, dann... Vorbei. So, Mikasa kann gleich ihre Fähigkeit einsetzen. Wir haben so gesehen einen Power Boost. Und außerdem helfen auch Kameraden, wenn die davon betroffen werden. Die werden zum Beispiel auch von dieser Fähigkeit betroffen. Auch geil. Sehr schön. Das ist zum Beispiel wieder ein Abnormaler. Hier ist wieder eine Klinge. Ihr Lieben ist ja in Blutlache einzutun. So. Das ist zum Beispiel Conny. Sehr gut. Mikasa regelt. Kommen wir ja schon später auf Levi. Also Levi wird auf jeden Fall richtig badass. Levi wird richtig nice. Der ist ja so wirklich einer, der hält sich natürlich für den Besten und sowas. Muss ja auch natürlich geben, dass irgendjemand natürlich, weil der so arrogante ist, er aber natürlich auch eine gewisse Position hat. Als Lieutenant muss er natürlich auch einen gewissen Standpunkt haben. Kann sich nicht natürlich erlauben, weil er natürlich eine große Verantwortung hat als Lieutenant. So, haben wir auch nochmal einen Titan. Ah. Eskortiere und schütze Armin. Ah ja, gut. Wir jetzt, glaube ich, zu Ehren bringen. So Art Exkorte, kann man sagen.
Zack. Ja gut. Haben wir hier noch Verbündeten, die Hilfe braucht? Irgendwo noch einen Titan hier irgendwo? Ah, da zum Beispiel. So. Weg. Aber noch einer. Oh, ja, der Gas ist auch schon leer. Super. Mann. Mein Gas nachfüllen. Yo, ich brauche Gas. So. Gib mal her, Jo. Nachladen. Das ist auch ein Logistiker. Dass wir solche Leute haben. Hat schon Style auf jeden Fall. Und gute Nachtzeiten. Armin ist unterwegs. Ah ja, das ist doch schön. Ich bin ja schon lange auf dem Weg für ihn. Wo läuft, wo geht er überhaupt hin? Der ist hier irgendwo da. Ah, da ist er. Jetzt geht er da lang hin. Jawohl. Voll erwischt. So, was der andere? Ach, da. Das gehört zu unserem Geschäft. Wir müssen sie exekutieren. So. Ding nachladen. Minasai. Sehr schön. Mission erfolgreich. Armin ist auf Ehren getroffen. Versucht er ihn bestimmten Schaden anzurichten, ne? Ich
壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの？どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。So, jetzt wird ordentlich durchgemetzelt.